Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Team Projekt zusammen mit dem Chris. Moin. Jo, wir sind noch immer da beim Ballen sammeln. Uiuiui. 26.000 da vorne in der. Drin ist doch ein bisschen heavy. Obwohl 3000 Kilo hin. Und Rad gebe ich dir. Ja. So. Sorry. Natürlich nicht. Perfekt. So, einen Ballen haben wir noch, dann haben wir das Ballensammeln abgeschlossen. So, dann haben wir das. Also die Lenkung ist irgendwie komisch. Was ist denn das für ein Ballengabel? Kenn ich gar nicht. Ist relativ weit hinten tatsächlich. Aber ich kann es praktisch. So, dann laden wir die letzten 6 Ballen ab und dann passt's. Dann schauen wir gleich mal. So, mit was? Grobern oder Pflügen? Mit dem Axion oder ja. Mit was? Oh nein, mit dem Axion. Sag mal so, wer am besten. So, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Welches Feld hast du gesagt? Feld 5. Feld 5. Richtig, Feld oben links. Ah, da oben ist es. Da
dann schauen wir mal, ob das was wird. Also der Verkehr ist aggressiv da. Schaut das schon gut aus. Also ich bin in die falsche Richtung gefahren. Was war ich denn so? Warum? Was hast du da vor? Weihnachtsfeier. Ah. Wollte aber nicht so begeistern dann. Doch. Genau, ich hab heute noch. Wir haben heute uns den Boden fertig gemacht und im Sommer. Ich bin halt eigentlich summiert, keine Ahnung warum. Jetzt mal im Unterricht schon eingepennt halb. Also was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, ist bei dem Ballenwickler mehrere Ballen draufzustellen. Das mag der nicht ganz so. Okay. Wenn man es einzeln macht, dann funktioniert der eigentlich echt gut. Ja. Ich hab jetzt schon, das ist dann gleich, wo ich den schon in einer eineinhalb Stab setze. Eine ist schon weg. Und eine kleine Weile. New. Das ist geil. Mensch, halt, wenn es richtig magst. 8 Ballen auf einmal mit anheben. Ja, bei der Gabel. Nicht sogar 10. Schau schon mal bitte nach. Rescher. Ja, mach ich. Der ist voll. Oh, dort ist dann nix. Den Weizen bei uns ins Lager dann reinkommen. Ja, für die Hühner oder was haben wir? Ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir das Ding rein in die Mehlproduktion, aber dafür haben wir einfach zu wenig Weizen im Lager. Wir haben ja 720 Hühner, das braucht schon. Brauchen wir da ein bisschen was. Ja.
Also der Sound vom John Deere ist schon gut. Oder was sagst du dazu? So, dann fahren wir mal zum Ding. Das Lager ist im Hof. Und ja, schauen wir weiter. Dann noch dort weiter flügen. Schaut ja nicht schlecht aus da mit deinen Bäumen. Weiterfahren. Ey, was? Ich bin gerade drauf gekommen. Fliegen hinten eine dran? Na, leider nicht. Da ist gar nichts dran. Das sind scheiße, wie klar die Dinge mit dem Können. Den Schnellwerkshaken. Da steht die nur hier am Feld. Acht Beine auf einmal ist ein bisschen viel. Da streikt er ein bisschen. So. Gehen wir wieder weiter durch. Lügen wir nicht.
So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung durch, schreibt einen netten Kommentar. Schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.